Hallo und herzlich willkommen nun zurück. Ja, wir haben jetzt unsere Fena dabei. Ich hoffe, sie ist jetzt hier so am Start. Schauen wir mal. Wo ist sie denn? Wir haben sie immer noch nicht hier, oder wie? Ach komm. Die muss doch irgendwann dabei sein, oder war nicht? Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, das hört sich doch gut an. Aber ich will das bei Fina machen, weil sie sich dann sonst main würde. Okay, Beschwörung und so weiter. Zurück, warte mal. Ah ja, hier kommen wir jetzt zu der zweiten Insel. Hafen Lydria. Oh nein, oh, ich wollte noch lesen. Oh, zu schnell geklickt. Egal, lesen wir gleich danach. Hier genauso die gleiche Firma, okay. Ich habe ja letztens Feedback gegeben, das wäre ja schon cool. Man hat ja später dann insgesamt fünf Protagonisten. Rain und Laswell hatten wir ja schon am Anfang soweit gespielt. Und jetzt haben wir die wunderschöne Fina dabei. Und es wäre auf jeden Fall echt nice, wenn man. Also, ich habe ihn jetzt hier als Anführer genommen. Wollte ausprobieren, ob wir statt mit Rain auch mit Laswell rumlaufen können. Ist leider nicht so. Wir laufen trotzdem mit Rain rum. Es wäre schon cool, wenn man die Protagonisten, besonders bei den fünf Protagonisten, dass man halt mit denen auswählen kann und auch rumlaufen kann. Also, wenn man die jetzt maint oder als Anführer so weit ist, dass man mit den jeweiligen von denen rumläuft. Natürlich nicht die anderen Charaktere, aber besonders bei den Protagonisten, das wäre echt schon nice. Das wäre soweit mein Feedback. Wäre schon cool, wenn das, ja, sowas kommen würde. Das wäre schon echt nice. Also, ich würde mich echt freuen, so als Fan, so ein. Besonders so, ne, dass man ihn maint, dass man mit ihnen rumläuft, dass man ihn maint, mit denen rumläuft. Auch hier mit Fina und sonst auch später mit den anderen Protagonisten, wenn man möchte. Aber ich würde sie gerne mainen, denn. Wir werden zu Fuß von hier nach Grandport reisen. Wir sollten uns vorbereiten, solange wir hier sind. Zwischen uns und unserem Ziel liegt eine Wüste. Oh, eine Wüste. Eine Wüstendurchquerung zu Fuß? Darauf könnte ich verzichten. Ich bin dafür, dass wir eine andere Route suchen. Gar nicht das Ding. Sei nicht so voreilig. Diese Wüste ist die Heimat der kostbaren Hitzeschleierblüten. Oh. Hitzeschleierblüten? Was ist denn? Was ist das denn? Kann man das essen? Viele würden es wahrscheinlich versuchen. Es ist eine sehr seltene Blume mit Blütenblättern in jeder Farbe. Man sagt, der Nektar der Blüte sei das beste Stärkungsmittel. Ui. Wenn wir uns welche davon beschaffen können, haben wir eine Sache weniger, um die wir uns auf unsere Reise sorgen müssen. Da könntest du recht haben, aber wir sollten dennoch wenigstens unsere Vorräte in den Lehen auffüllen, bevor wir losziehen. Und da ist sie schon gegangen. Warte! Wo ist Fina hin? Da ist sie einfach mal losgelaufen, ne? Seid ihr zwei Freunde von der von den hübschen Dingen? Hübschen Dingen? Hey, das ist eine Waifu, ja? Die junge Dame, die mit euch beiden kam, ich sah sie einem Schokobo aus der Stadt folgen. Was? Die Leute schon los? Obwohl sie hier in letzter Zeit so viele Monsterangriffe haben. Ihr Jungs solltet ihr sofort folgen. Komm, Laswell. Oh, das Mädel. Wann dürfen wir sie mal spielen? Ich will sie mainen und sie leveln und alles. Mann! Verfallene Straße.
Wir sind kaum von Bord gegangen und schon macht sie Schwierigkeiten. Jetzt übertreibt man nicht so. Sie hat nun mal ihren Gedächtnis verloren. Rain, findest du nicht, dass du ein bisschen zu nachsichtig mit Fina bist? Hä? Findest du? Ja, wie man so sagt, gleich und gleich gesellt sich gärt. Ich kann dich schon verstehen. Was soll das jetzt heißen? Du und Fina, ihr seid euch ziemlich ähnlich. Daher ist es kein Wunder, dass du dich emotional von ihr beeinflussen lässt. Wir sehen uns ähnlich? Wie kommst du denn auf die Idee? Fina hat ihre Vergangenheit verloren und ist nun auf der Suche nach ihre wahre Identität. Und du bist auf der Suche nach deinem verschollenen Vater. Deswegen bist du doch überhaupt erst Ritter geworden. Euer beider Leben dreht sich im Grunde genommen um eine einzige Suche. Große Suche. Weißt du was? Vielleicht solltest du lieber beim Schwertkämpfen bleiben. Als Seemklempner taugst du nämlich nicht besonders viel. Ich helfe Fina einfach nur deswegen, weil ich ihr helfen will. Punkt. Weil sie total süß ist auch. Und ja. Ich will sie eigentlich zocken. Wie du meinst, also dann. Gehen wir weiter. Wie dem auch sei, jetzt sind wir jedenfalls auf der Suche nach Fina. Da sind wir wohl einer Meinung. Wo sie jetzt wohl stecken mag. Mann, ich will sie doch zocken. So, jetzt kann ich euch das mal hier vorlesen. Zwischen diesen Hafen an der östlichen Küste des Kontinents Landzelt und den direkt an anderen Meeresufer gelegenen Oluden verkehren tägliche Schiffe. Zur Zeit des Bergbaus war er durch den Handel belebt und hat jedoch viel von seinem Glanz verloren, seit Kolobos zur Geisterstadt wurde. Oh. So, jetzt können wir uns hier mal umschauen. Wir konnten jetzt bei der anderen Hafenstadt jetzt auch nicht wirklich umschauen. Das werde ich aber nochmal demnächst nachholen. Eieiei. Da kommt ihr mal nach und nach. Ich bin ein reisender Künstler und male jeden neue Landschaft, die ich durchquere, bevor ich sie weiterziehe. Doch mir sind die weißen Marginite ausgegangen, aus denen ich meine Farben herstelle. Nichts sonst ergibt so weiche und reiche Farben. Ich habe gehört, dass man sie hier in der Nähe am Fulan-Pass findet. Doch was, wenn wir Monster begegnen? Ich bin kein Kämpfer. Oh, nächste Quest. Alles im Fulan-Pass meistens irgendwie. Da werden wir auch noch ordentlich was zu tun haben. Uiuiui. Es ist ein langer Weg bis zum nächsten Start. Du solltest dich ausruhen, wenn du kannst. Joa. Können wir da eigentlich rein? Ach nee, da ist ja nicht Ruhe. Was brauchst du? Sollten wir erstmal hier wieder. Wow. Du willst nach Grandport? Da musst du die Wüste durchqueren. Uiuiui. Einfach mal wegnehmen, ne? Mir würde bloß jemand kennen, der stark genug ist, um einen verwunschenen Wald zu durchqueren.
Sie sagt nichts. Es gibt hier keine Arbeit. Vielleicht sollte ich zu den Minen in Kohl aufbrechen oder so. Ich bin aus Kohl fortgelaufen, um herzukommen. Ich habe niemanden über meine Ankunft unterrichtet, ob sich meine Eltern Sorgen machen. Aber ich möchte mein eigenes Leben leben. Und als erstes möchte ich nach Lodins gehen. Ja, ich will also dorthin. Okay. Das Dorf hinter dem Schnee, weit im Nordwesten der Welt. Da kommen wir bestimmt auch noch den nächsten bestimmt hin. Kann man so sagen. Okay, hier ist es nicht besonders groß wie Lodin. Aber Lodin muss ich auch noch mal irgendwann noch mal erkunden, weil die sind auch voll wieder schnell weggekommen. Und nicht alles angeschaut. Oh, da unten ist ja was. Oh. Kennst du die Insel Kolobos? Sie verfügte über viele natürliche Ressourcen. Doch die sind nun alle nicht mehr da. Es kommt kaum noch jemand durch unseren Hafen, der nach Kolobos will. Hm. Ah, jetzt muss ich nochmal hier runter. Da wegen dieser Truhe. Trank. Ja, mehr gibt's hier wohl nicht. So, dann geht unsere Reise weiter hier. Ich frage mich, warum Fina diesem Schokobo nachgelaufen ist. Nimm ein bisschen Rücksicht. Alles hier ist eben noch völlig neu für sie. Verstehst du? Wenn du zum ersten Mal einen Schokobo gesehen hättest, wärst du sicherlich auch ganz aus dem Häuschen gewesen. Schwachsinn. Ich verliere doch nicht wegen eines Vogels die Fassung. Ah, jeder ist halt anders, ne? Ja, kann man das vielleicht behaupten, aber ja, gut. So. Nein, auch ernsthaft, Mann. Immer auf die Magier, ne? Apropos Schokobo. Laswell, erinnerst du dich? Ja, als Kinder haben wir beide die Viecher oft durch die Gegend gescheucht. Im Eifer des Gefechts haben wir uns sogar einmal im Wald verirrt. Hm. Sehr cool. Dun, 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 dun.
wieder 5 Energie. 30 XP. So, jetzt müssen wir nur noch Dungeons machen. Da haben wir die ganzen Daily-Sachen fertig. Oh, passt. Lapis-Geschenk. Ey, cool. Danke. Danke schön, Square Enix. Ihr seid die Besten. Danke, danke, danke. Also man kriegt hier immer echt was geboten hier in dem Spiel. Man muss hier wirklich nicht alles so kaufen und so mit Echtgeld. Also man, man wird ja auch schon belohnt mit Spielzeit und alles Mögliche. Also da kriegt man trotzdem Lapis, wenn man da recht aktiv ist. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht viel Zeit hätte, würde ich zwar verstehen, Zeit in Geld zu investieren, aber ja, da muss man halt schauen, ne? So, wir machen auf jeden Fall noch weiter. Mitte, ja, okay. So, nehmen wir hier. Es geht. Haha, ja, jetzt hält es mir wieder ein. Wir waren so vertieft in unseren kleinen Jagd, dass wir uns plötzlich an einen völlig fremden Ort wiederfanden. Wir hatten die Hosen so voll, dass wir um ein Haar laut losgeplärrt hätten. Musst du mich daran erinnern? Ach ja. Kindheitsfreunden, ne? Da kennt man sich so gut. So ist das halt, ne? Da standen wir Heulsusen und plötzlich kam Sir Regan, um uns beide zu holen. Wir waren so froh. Du vielleicht. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte sich nicht eingemischt. Aber er ist wohl nicht jeder wie ich. Manche Leute sind auf fremde Hilfe angewiesen. Deswegen müssen wir gehen und Fina finden. Wie meinst du? Wie du meinst, gehen wir. Okay. Ja, deswegen. Helfen wir ihr. Hier. Zack. Okay, der hat mehr auf dem Kasten. Dieser Bandwurm. Jetzt kommt er wieder mit Paralyse an hier. Oder war das Stille? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Man kann es ja mal ausprobieren. Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Irgendwie muss ich was finden, um Paralyse wegzumachen oder so. Böser Bandwurm. Immer auf Claim. Ach nee, 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 nee.
Analyse ist schon cool. Kriegen wir dafür auch irgendwie so eine Trophy, wenn wir so viel Analyse gemacht haben? Wäre ja schon echt cool, ne? Also, gab's ja auch mal so ein Trophy bei den anderen Teilen. Hier so viel Analyse machen und sowas. Das sieht nicht gut aus. Was ist los? In dieser Gegend werden manchmal Schokogourmets gesichtet. Ah, wird bestimmt der Boss sein. Und trotz ihres Namens sind sie nicht gerade wählerisch, was ihre Mahlzeiten angelangt. Oh. Ah, wir müssen Fina finden, schnell. Das hört sich nicht gut an. So ein Schokomee ist nicht gerade ohne. Das sind gewaltige Viecher. Kann man sagen. Und ja, wir müssen uns echt beeilen dann. Um sie zu retten. Mann, oh Mann. Ah, ich hoffe, danach können wir sie echt mainen. Also ich will sie zocken, aber ich kann sie nicht haben, weil ja, es kommt immer was dazwischen irgendwie. So. Ja, ich würde erstmal sagen, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit dabei. Lasst gerne euer Feedback da und auch Daumen nach oben. Würde mich echt freuen über euren Support und stetig wachsende Community. Wäre echt nice. Und schaut uns auch die anderen Projekte an. Ich gebe mir natürlich Mühe, euch auch andere Content zu bieten und nicht nur eins, weil es mir ein bisschen zu wenig ist und ich möchte euch ja ein bisschen mehr was bieten. Ja, ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen und seid auch froh darüber, dass ich euch auch noch nebenbei was anderes biete. Und ja, es macht mir auch selber hier echt viel Spaß. Lasst gerne eure Freundesanfrage. Unten findet ihr die Daten zu der ID und wo ihr mir eine Freundesanfrage schicken könnt. Wenn es denn voll sein sollte, werde ich auf jeden Fall irgendwann das nächste Mal wieder ein Video Bescheid sagen, wenn wieder Platz ist. Da solltet ihr auf jeden Fall scheiß beeilen, falls ihr gerne möchtet. Ansonsten, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß selber hier in diesem Spiel oder sonst gegebenenfalls auch mit anderen Projekten, je nachdem, wo ihr mal Lust und Laune habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein!